Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Star Trek, die offizielle Raumschiffsammlung. Heute schauen wir uns gemeinsam mal die deutsche Ausgabe Nummer 28 an mit dem Maquis Raider. Wie immer fangen wir mal mit dem Heft an, schauen uns mal ein paar kleine Details an und ja, gucken uns dann später halt das Modell an. Ja, gucken wir mal, was uns in dieser Ausgabe Feines erwartet. Zu Anfang wie immer erstmal die Spezifikationen. Die Klasse ist die Judai-Klasse. Da haben jetzt schon viele wieder gesagt, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich weiß es selber leider auch nicht, aber es hört sich für mich auf jeden Fall interessant an. Stapellauf, frühes 24. Jahrhundert, eine Länge von 68,5 Metern, Besatzung geschätzte 30 Mann und die Höchstgeschwindigkeit ist Warp 9. Bewaffnung sind zwei Phaserbänke und zwei Torpedorampen. Weiter unten sehen wir hier schon mal wieder so ein paar kleine nette Einblicke in das Schiff selbst. Aus Star Trek Voyager nehme ich mal stark an. Das CGI-Modell auf jeden Fall sieht sehr gut aus. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Und da fliegt mir schon ein Flyer entgegen. Yes, es heißt, es gibt bald wieder eine Sonderausgabe. Kurz mal reingelinst. Ja, die Sonderausgabe Nummer 4 mit dem D4 Bird of Prey. Ja, wieder mal einer aus dem Star Trek-Universum, dem neuen Filmuniversum. Und zwar aus Star Trek Into Darkness, soweit ich weiß. Sehr schick, sehr schick. Ich persönlich, ihr wisst ja, ich mag das. Und ich freue mich natürlich auch auf diese Ausgabe. Meine Ausgabe Nummer 3 ist übrigens immer noch nicht da. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen drauf warten. Aber die werden natürlich nachgereicht. Ich habe sie jetzt nachbestellt bei meinem Zeitschriftenhändler. Und der wird das Ganze schon irgendwie zusammenkriegen. Hier steht noch drauf, das Ding hat ganze 20 cm Spannweite. Also wird das wirklich ein Riesenmonster. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Sehr, sehr schön. Sicher dir jetzt deine Sonderausgabe. Natürlich. Die kommt natürlich auch wieder in meine Sammlung. Ja, also weiter zurück zum Maquis-Schiff. Maquis Raider. Bei seinem Kampf gegen die Cardassianer setzte der Maquis häufig aufgerüstete Föderationstransporter ein. Ja, hier seht ihr ein schönes Bild des Schiffes selbst. Ich denke mal aus Voyager. Und hier oben sehen wir auch die Voyager in einem Bild. Und darunter halt der Maquis Raider. Das dürfte aus einer der ersten Folgen oder die erste Folge von Raumschiff Voyager sein. Mit einer Länge von 68,5 Meter war ein Maquis Raider etwa fünfmal kleiner als die USS Voyager NCC 74656. Im Gegensatz zum kleineren Maquis Angriffsjäger besaß der Raider eine auffälligere Cockpitstruktur und bot etwa 30 Besatzungsmitgliedern Platz. Ja, sehr interessant. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Denn da haben wir ein paar nette kleine Einblicke aus Star Trek Voyager. Aus der Folge, wo halt die Maquis gejagt werden. Ihr seht hier zum Beispiel Chakotay und B'Elanna Torres. Die beiden waren nämlich Mitglieder des Maquis und sind dann halt später der Voyager Crew beigetreten, weil so gesehen hatten sie eigentlich auch keine andere Wahl. Aber das war am Ende gar nicht schlecht. Schauen wir uns mal kurz hier unten diesen Datenstrom an auf der Seite. Da steht nämlich Michael Addington, der frühere Sicherheitschef von Deep Space Nine, lief im Jahr 2372 zum Maquis über und wurde zu einem seiner wichtigsten Anführer. Captain Sisko nahm den Verrat sehr persönlich und war wie besessen von dem Gedanken, Addington seiner gerechten Strafe zuzuführen. Der gewiefte Addington entwischte ihm aber immer wieder und in vielen Fällen war das Heck eines davonfliegenden Maquis Raiders das letzte, was Sisko von ihm sah. Ja, auch gut. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Man muss echt mal die Serien wieder durchgucken. Hier ist der Querschnitt. Draufsicht, Rückansicht, Seitenansicht. Dieses Mal, so wie es aussieht, aber nur die Draufsicht und die Seitenansicht. Ja, wir sehen hier Impulsantriebe zum Beispiel. Dann haben wir hier die Phaser-Kanone. Hier ist das Cockpit-Modul, was auch sehr interessant ist. Und hier der Warp-Reaktor, die Warp-Reaktoreinheit. Natürlich, logisch, hier, da oben. Ich habe gerade aufs Heck geguckt. Hier oben, Warp-Reaktoreinheit, nicht schlecht. Schildgeneratoren hier vorne noch zu sehen. Ja, gut, nette kleine Sachen. Hier oben sehe ich sogar noch die Defiant. Mal sehen, was hier steht. Während einer seiner Auseinandersetzungen mit Captain Sisko gelang es Michael Addington, die Defiant mit Hilfe eines Computervirus kampfunfähig zu machen. Danach konnte er das militärisch weit überlegene Sternflottenschiff unbehelligt mit seinem Raider angreifen. Auch cool. Hier noch ein Datenstrom. Einen Maquis Raider ausfindig zu machen, der sich
in dem Badlands versteckt hält, fällt aufgrund der eingeschränkten Sensorreichweite sehr schwer. Es ist aber keineswegs unmöglich, da die Schiffe auf ihrem Weg eine schwache Neutrinospur hinterlassen. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Das Studiomodell des Marquis Raiders. Gut, ich habe vorhin gesagt, das ist ein CGI-Modell. Ich weiß gar nicht, ob später. Ich glaube, später wurde Voyager sogar umstrukturiert. Da haben wir keine Modelle mehr gehabt, sondern wirklich CGI. Aber ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Hier oben steht für Chakotis Marquis Raider aus Star Trek Voyager modifizierte Greg Jane. Jane? Wie spricht man den aus? Greg Jane? Ich sage jetzt mal Jane. Ein bereits vorhandenes Modell. Hier unten sehen wir das Modell des Marquis Angriffsjägers. Aus die Rückkehr von Rolarin hatte nur ein kleines Cockpit. Als das Jägermodell zu einem Marquis Raider umgebaut wurde, tauschte man das kleine Cockpit durch einen größeren Brückenaufbau mit mehreren Fenstern aus. Hier sehr schön zu sehen. Na gut, das ist jetzt gerade ein bisschen zu klein für euch, aber hier ist der große Brückenaufbau. Finde ich gar nicht schlecht. Schauen wir mal hier. Ah, ein paar schöne, ikonische Bilder. Die Crew der Voyager. Mit einigen Marquis-Mitgliedern. Die Geschichte des Marquis wird jetzt hier komplett erklärt für euch. Das werde ich jetzt aber nicht komplett durchgehen. Die meisten von euch wissen das sowieso. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt euch das mal durch. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass die Geschichte hier drin ist. Werde ich mir auch nach wie vor, wie in jeder Ausgabe, später mal durchlesen. Auch hier nette Bilder halt aus der Serie, aus Voyager. Hier sehen wir Chakotay und B'Elanna Torres. Also wirklich gar nicht schlecht. Chakotay und B'Elanna Torres waren die beiden wichtigsten Mitglieder der Marquis-Gruppe, die sich im Delta-Quadranten mit dem Voyager-Personal zusammentun musste. Gott, ist ja wieder los hier. Es dauerte nicht lange, bis sich Chakotay und Janeway bestens verstanden und gemeinsam daran arbeiteten, ihre beiden Besatzungen zu einer zu machen. Ja, die mussten zusammenhalten, damit sie durch den Delta-Quadranten kommen. Einige haben da, glaube ich, aber soweit ich mich noch entsinnen kann, rebelliert von dem Marquis. Und da gab es halt so einen kleinen Aufstand. Ja, hier unten sehen wir noch Riker. Thomas Riker schloss sich dem Marquis an und stahl die USS Defiant, um eine geheime cardassianische Flotte aufzuspüren. Thomas Riker? Ich bin jetzt still. Ich gehe mal weiter. So. Hier auch nochmal sehr nett, das dürfte hier der ehemalige Sicherheitschef sein, genau. Michael Eddington lief zum Marquis über und bot mehrere spannende Handlungsstränge für Star Trek Deep Space Nine. Ja, oh, hier unten haben wir auch noch ein Schiff, was wir in der nächsten Ausgabe sehen werden, das zeige ich euch gleich mal. Nette kleine Infos auf jeden Fall. Also wer sich dafür interessiert, der hat auf jeden Fall mit dem Heft wieder einiges zu lesen, gerade was die Marquis anbelangt. Wir sind schon auf der letzten Seite, Leute, wir sind auf dem Schirm. Fernsehauftritte Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager. Erster Auftritt der Fürsorger Teil 1 aus Voyager, die Pilotfolge. Letzter Auftritt für die Uniform aus Deep Space Nine, entworfen von Jim Martin. Jetzt kommen noch wissenswerte Sachen, auf die freue ich mich immer besonders. Ne? Ihr wisst schon, der Fisch von Picard und so. Schauen wir mal, was hier steht. Der Name von Chakotays Marquis Rider, der in der Pilotfolge von Star Trek Voyager zu sehen war, wurde erst in der 7. Staffel, und zwar in der Folge Verdrängung, genannt. Und auch dort ist er nur auf einem Computerbildschirm zu sehen. Er lautet Valjean oder Valjean, benannt nach Jean, oh Gott, Namen, die ich nicht aussprechen kann, benannt nach Jean Valjean. Okay, ich hoffe, das ist richtig. Den Protagonisten des Rahmens, die Elenden von Victor Hugo. Kenne ich leider persönlich nicht, sorry. Michael Eddington, der ehemalige DS9-Sicherheitschef, der zum Marquis überlief, verglich sich selbst ebenfalls mit Valjean, während er Sisko mit Valjeans Erzfeind gleichsetzte. Inspektor Javier nenne ich es jetzt mal, ich hoffe, das ist richtig. Valjean wurde von Javier gnadenlos 19 Jahre lang gejagt, nur weil er ein Stück Brot gestohlen hatte. Das ist schon ein bisschen sehr heftig, ja. Hier sind die Badlands. Die Badlands entstanden ursprünglich als Computereffekt für Star Trek Voyager, aber das Visual Effects Team war mit der Wirkung noch nicht ganz zufrieden. Für die Badlands in der Star Trek Deep Space Nine Folge für die Uniform goss man daher flüssigen Stickstoff, der bei Raumtemperatur blubbernd kocht und dampft, auf ein Stück schwarzes Samt. Eine ganz einfache Methode, um mal wieder tolle Effekte rauszubringen. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das überhaupt so, ne, gemacht wurde. Nette Sache auf jeden Fall. Ja,
Leute, das war grob gesehen das Heft. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal eben fix. Ausgabe 29 ist nämlich der Jem'Hadar-Jäger. Den haben wir eben auch schon mal auf einer Seite gesehen. Auf den könnt ihr euch dann halt in der nächsten Ausgabe freuen. Aber ich würde sagen, genug vom Heft. Wir schauen uns jetzt den Marquis Raider mal genauer an. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Umsetzung ist. Da ist er, der kleine Kerl. Also, gucken wir uns das Modell an. Und da haben wir das schicke kleine Modell des Marquis Raiders. Auf den ersten Blick muss ich sagen, gefällt er mir doch sehr. Er hat einen schönen Silberton auf jeden Fall und es ist ein bisschen Drybrush obendrauf, damit das so ein bisschen abgenutzt und dreckig aussieht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze wie immer mal im Detail an, packen den Stand beiseite, der mir hier gerade schon wieder auseinanderfliegt. Wieso? Auf der Unterseite, das zeige ich eigentlich immer viel zu selten, haben wir hier natürlich nochmal den Schriftzug, ne? Marquis Raider mit der Nummer 3332 AG. Ich weiß nach wie vor leider nicht, was diese unteren Zahlen zu bedeuten haben, aber ich finde es immer noch gut, dass dann halt das jeweilige Schiff halt mit dem Namen benannt ist. Aber es geht jetzt um das Schiff selbst und nicht um den Stand, daher packen wir den erstmal beiseite, da kommen wir dann später zu und gucken uns den Marquis Raider mal genauer im Detail an. So, da ist das gute Schiff. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall sehr schön, man hat eine Menge kleine Details zu sehen, aber es kommt schon wieder ein Aber, oh Gott, unglaublich. Hier und da vielleicht ein bisschen mehr Farbe wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das großartig bemalt war oder wie der Paint Job halt war in der Serie. Aber es sieht ein bisschen arm aus. Leider nur sehr silber. Natürlich wirkt es ein bisschen dreckig, ne? Gerade, wenn wir jetzt mal so den unteren Bereich ansehen, sieht das schon cool aus auf jeden Fall. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Davon mal ab. Ne? Das ist ein schönes Schiff auf jeden Fall. Eine tolle Abwechslung mal zu den ganzen anderen Föderationsschiffen. Und da ist das schon mal wirklich was Schönes. Ja, mir gefällt das. Also schauen wir uns mal ein bisschen hier die Details an. Hier haben wir natürlich den Warp-Antrieb. Ihr seht das, hier ist wieder Clear Plastic verbaut in Blau. Ne? Das heißt, wir haben wieder eine leichte Lightpipe-Funktion. Wenn da jetzt Licht drauf schallend, so wie bei den anderen Modellen auch, leuchtet das so ein bisschen. Auch hier hinten halt die roten Sachen, auch Lightpipe-Funktion, sind ein bisschen sehr dunkelrot meiner Ansicht nach. Aber doch, man erkennt es ganz gut. Ist nicht schlecht geworden. Ja, gucken wir uns mal die Brückensektion an. Da habe ich schon gehört, dass sich da einige so ein bisschen dran stören, dass vielleicht die Fenster zu wenig bemalt sind. Aber ich finde, die Fenster sieht man auf jeden Fall. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das hier oben dieser Bereich auch Fenster sein sollen. Also die richtigen Fenster könnt ihr auf jeden Fall erkennen. Ich denke mal, das ist dann dieser Bereich hier. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das hat was. Ja, und wo wir das auch gerade von vorne sehen, Spaltmaße oder so, sind auch völlig okay. Also das Schiff hier ist für mich komplett fehlerfrei auf den ersten Blick. Das ist wirklich nicht schlecht. Hier oben dieser Aufbau sieht ja auch sehr heiß aus. Hier, das ist auch nicht schlecht. Sehr fein, coole Details, also wirklich gar nicht schlecht. Das Modell ist bei der Größe vom Detailgrad her doch erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, das mag ich. Das mag ich wirklich. Also da kann ich nicht dran meckern. Einige Farbapplikationen sind natürlich am Start. Hier vorne zum Beispiel ist aber irgendwie nur ein Nupsi in Rot. Okay, aber ansonsten, ja, ist doch völlig okay. Man kann es natürlich dann immer noch ein bisschen customisieren. Wer sich daran jetzt stört und da irgendwelche Farbapplikationen fehlen sollten, der kann das Ganze natürlich dann auch mal selbst ein bisschen in die Hand nehmen, wenn er sozusagen es drauf hat. Klar, wieso nicht? Aber ich muss sagen, doch, mir gefällt es. Es sieht gut aus. Die ganzen Aufbauten und die Feinheiten hier, die sind schon echt nicht schlecht. Ganz toll geworden. Ja, hat was. Gehen wir nochmal auf die Unterseite. Auch hier tolle Details zu sehen. Nicht schlecht. Hier sind die Kanonen auf der Seite hier. Das sind die Kanonen, nehme ich mal an. Ja. Sind das jetzt die Kanonen oder sind das jetzt die Kanonen? Ah, verdammt, wieder nicht aufgepasst. Aber das ist wieder eine Aufgabe für euch. Ihr könnt mir das natürlich gerne in die Kommis schreiben. Das sind auf jeden Fall Kanonen, oder? Und was ist das hier? Muss ich gleich mal im Heft gucken. Aber das ist, wie gesagt, eine kleine Aufgabe für euch. Könnt ihr mir gerne wie unten mal reinschreiben, wenn ihr das besser wisst. Ja, also, untere Sektion ist auf jeden Fall ein bisschen mehr auf dreckig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es großartig sehen könnt. Da wurde ganz leicht mit schwarzer Farbe rübergezogen, damit es so ein bisschen, ja, schon verwittert aussieht. Oben allerdings, ja, doch auch, auf jeden Fall. Kommt jetzt natürlich hier bei der Beleuchtung nicht so ganz gut rüber, aber ja, seid versichert, so ein bisschen auf schmutzig ist das gute Schiff auf jeden Fall gemacht. Der gute Marquis Raider, ja, der ist gut, mir gefällt er. Der Metallanteil übrigens, falls euch das interessiert, ist dieses Mal nicht der obere Aufbau, sondern die gesamte untere Sektion. Das alles hier, plus die Flügel hier, das ist alles Metall.
Und der gesamte obere Bereich, die Oberschale, ist dann halt, ja, Kunststoff. Obwohl hier vorne? Nee, doch, der ganze obere Aufbau. Ja, bis hinten hin. Aber finde ich nicht schlecht. Sozusagen dieses Mal die Unterschale. Und da finde ich, dafür ist das auch wirklich detailtechnisch gut. Auf jeden Fall sehr gut. Wir kennen es ja nun von älteren Modellen jetzt aus unserer Line, wo der Metallanteil mit den Details ein bisschen ausgewaschener wirkte. Das hier ist sehr scharf. Sehr scharf, tolle Details auf jeden Fall. Da kann ich nicht meckern. Ja. Also nicht schlecht. Jetzt ist eure Meinung natürlich wieder gefragt. Gefällt euch der Marquis Raider? Ich persönlich muss sagen, ja, er ist gut geworden. Tolle Umsetzung. Sehr tolle Umsetzung von Chakotis Schiff, nenne ich es jetzt mal. Schön, ganz schön, auf jeden Fall. Tolles Teil. Willkommen in meiner Sammlung. Ja, wirklich genial. Also dieser Aufbau hier oben, der so fein gemacht ist, der fasziniert mich ja wirklich. Der hier. Echt super. Und ich finde, es ist auch echt gerade. Also ich kann jetzt hier nicht sehen, dass hier irgendwas schief dran ist. Könnt ihr was erkennen, dass es schief ist? Nein. Das Ding sitzt einwandfrei. Das ist echt toll. Ja, doch. Auf jeden Fall. Ja, schönes Schiff. Ich würde sagen, wir gucken uns mal eben an, wie es auf den Stand passt. So einen ähnlichen Stand haben wir nämlich schon mal bei einem anderen Schiff gehabt, was ich jetzt leider nicht mehr in Erinnerung habe, welches das war. Und zwar haben wir hier so eine Gabel, die dann halt hier hinten rein muss, hier hinten reingeklemmt werden muss. Ich glaube, Mensch, welches Schiff war das? Da hatte ich noch so Schwierigkeiten. War es von dem Jem'Hadar? Das hat hinten nämlich alles auseinandergedrückt. Aber ich denke mal, hier wird es besser gehen. Ach ja, das geht ja ganz leicht rein. Geht ganz leicht rein. Allerdings habe ich hier das Problem, dass meine Gabel hier unten sehr lose drin ist und jetzt gerade wieder nach vorne fällt. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Es passt nicht ganz rein bei mir. Scheibenkleister. Seht ihr das? Es fällt mir wieder nach vorne. Hier habe ich ein kleines Problem. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Schade. Naja, es gibt immer eine Ausgabe, die mal ein bisschen muckt. Das ist jetzt nicht das Mega-Problem. Aber ihr seht schon, das Teil ist so frontlastig durch den Metallanteil, dass ich es leider nicht schaffe. Also ich muss da schon echt mit Gewalt reindrücken und trotzdem hält es leider nicht. Ich lasse es so. Ne? Ihr seht das? So steht da eigentlich drauf. Ich hoffe, das ist bei eurer Ausgabe ein bisschen besser. Eieiei, ganz heikel. Aber wenn es drauf steht, sieht es schön aus auf jeden Fall. Ja, doch, kann man nicht meckern. Der Marquis Raider ist ein schönes Schiff für unsere Sammlung und auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung wert. Also wer auf das Schiff Lust hat und auch was mit dem Marquis anfangen kann, der sei hier herzlichst dazu eingeladen, sich das Schiff auf jeden Fall zuzulegen für seine Sammlung. Ich bin doch sehr angetan. Schade mit dem Stand. Ich bin ja immer so ein bisschen davon weg, dass ich die Stands festklebe. Ich habe es bei der Borg-Sphäre leider gemacht und hinterher ist mir die Borg-Sphäre mal runtergesegelt. Und da ist das nette Teil leider abgebrochen und jetzt kann ich den Stand gar nicht mehr benutzen und das ärgert mich zutiefst leider. Daher muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil normalerweise muss das Teil jetzt irgendwie so ins Regal, aber wenn es so nicht hält, ich meine, jetzt mal nur einen Test, ich tippe es nur mal vorne an. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Mein Stand könnt ihr leider vergessen, wie gesagt, ich hoffe, dass eurer da ein bisschen besser ist. Ja, weil hier, ihr seht das ja schon hier, der ist gar nicht fest. Selbst wenn ihr ihn wirklich mit Gewalt reindrückt, schade. Also der Stand ist leider nichts bei meiner Ausgabe. Wie gesagt, hoffentlich bei euch nicht. Aber das Schiff ist schön. Das Schiff mag ich. Das ist eine tolle Ausgabe. Der Marquis Raider, gar nicht schlecht geworden. Ja, ich würde sagen, mit den letzten coolen Detailaufnahmen lasse ich euch jetzt mal noch eben alleine. Und ich würde sagen, das war's für diese Ausgabe. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Ausgabe, wenn ihr möchtet. Und ja, Leute, wenn ihr mich noch nicht kennen solltet, könnt ihr mir gerne mal ein Like da lassen oder gerne noch ein Abo, denn die Star Trek Raumschiff-Sammlung ist ein großer Bestandteil meines Kanals. Wenn ihr da Lust drauf habt, guckt ihr gerne mal die ganze Playlist durch. Leute, macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Willkommen auf der Endkarzen, Ladies und Gentlemen. Ja, das war sie nun, die aktuelle Ausgabe mit dem Marquis Raider. Ich habe ihn nochmal hier. Tolles kleines Teil auf jeden Fall. Es ist echt ärgerlich, dass mein Stand das gute Schiff leider nicht so halten will, wie ich es gerne hätte. Aber das muss ich mal sehen, dass ich das irgendwie hinkriege. Notfalls muss ich ihn unten ein bisschen anschleifen, damit er besser in die Fassung passt. Aber trotzdem, schönes Schiff. Habt ihr die letzte Ausgabe verpasst? Schaut wie immer mal auf die rechte Seite, denn da ist sie für euch verlinkt.
Ansonsten kann ich nur sagen, sehen wir uns wie immer dann in der nächsten Ausgabe wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und vielleicht mischt sich ja dann nochmal eine Sonderausgabe dazwischen. Also Leute, macht's gut, bis denne dann und reingehauen.